Ja, die Typ ist wieder Florian für euch zurück mit den Anime-Momenten des Jahres 2016-2017. Dritte Folge heute. Und nachdem wir ja schon Bub Limbo und letzte Folge hier Waifu-Material hatten, geht's heute mal ein wenig gediegener zur Sache. Und zwar mit der ersten Folge von Flying Witch. Deswegen, da sind jetzt keine allzu großen Spoiler drin. Flying Witch generell wahrscheinlich einer der besten Yashiki-Serien der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Also Yashiki als eine Anime-Serie, die dazu dient, soll, dass man sich möglichst ja, entspannt fühlt, relaxed fühlt, dass man dieses wohlige Wärmegefühl hat, wenn man den Anime, die Serie und dergleichen schaut. Und für viele, die sagen, dass jetzt in der gerade noch laufenden Season im Herbst 2017 das Mahou Tsukai no Yome, also The Ancient Magus Bride, eine der besten ja, Depictions hat, eine der besten Beschreibungen oder Darstellungen von der Vermischung von einer gewissen Realität, also unserer Welt, und dann einer parallel stattfindenden Magiewelt, so ähnlich à la Harry Potter und dergleichen, die eben auch in Mahou Tsukai no Yome vorkommt. Und ja, wie realistisch da, wenn man von Realismus bei Magie überhaupt sprechen kann, das dargestellt wird, der vergisst meines Erachtens nach aus dem Jahre 2016, wenn er sagt, dass er lange nichts mehr gesehen hat, so in der Richtung 2016, eben die Serie Flying Witch, wo ich finde, dass es von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, dort auf einer noch viel bodenständigeren Ebene vonstatten geht. Also da ist auch Magie nichts, was irgendwie flashy und dergleichen ist, sondern was immer irgendwie ein bisschen im Versteckten auch stattfindet. Mit einigen Ausnahmen, und zwar in der ersten Folge, wo wir unsere Protagonistin Makoto haben, die ja zu ihrer in etwas entfernten Familie in den Norden, in die Aomori-Präfektur zieht und die dann dort mit ihrer kleinen Nichte oder kleinen Cousine oder irgend sowas in der Richtung dann einen kleinen Einkauf macht, weil sie einen Besen braucht. Und dann geht eben die kleine Chinatsu, wie sie heißt, mit einem Besen kaufen mit Makoto und dann, ja, nimmt Makoto einen von diesen Holzbürstenbesen draußen, die vor einem Laden stehen, und denkt, ja, der ist ganz gut, setzt sich drauf und fängt dann eben an, nach hoch zu fliegen. Von direkt vor Chinatsus Augen, die doch überhaupt nicht weiß, dass Makoto eine Zauberin, eine Magierin und dergleichen ist. Und ja, spätestens da vielleicht noch nicht, hat mich die Serie dann schon mal gehabt, weil da habe ich mich das erste Mal weggeschmissen bei Flying Witch. Ist immer ein sehr subtiler Humor. Es gibt kaum Charakter, die irgendwie überreagieren, sondern wirklich dann einfach nur dieses, was sehe ich da gerade? Dieser Blick von Chinatsu, diese Zeichnung, das war einfach wunderbar. Aber es geht in der Folge noch weiter. Und zwar später fliegt sie dann zusammen, nachdem sie den Besen frisch gekauft hat, mit Chinatsu fliegt Makoto zusammen zu ihrem Cousin, der oder Bruder oder so, ich glaube Cousin war es, der weiß, dass sie eine Magierin ist. Und sie landen dann vor dem Haus von einer seiner Klassenkameradinnen, von Nao, mit der sich dann im Laufe der Serie Makoto auch anfreundet. Und ja, als die beiden dann ankommen, auf dem Besen anfliegend und Nao auch dann so hochschaut, erstmal den Blick ganz baff und dann reden, ich glaube, Keiichi heißt er und so, und Makoto miteinander, und Chinatsu rastet völlig aus und läuft rum: Ja, ich bin geflogen, hast du das gesehen? Ich habe Onisan, ich bin geflogen, ich bin geflogen. Und dann, nachdem die Szene so eine Minute sich entfaltet, spricht dann irgendwann auch Makoto, fragt dann, wer ist eigentlich das Mädchen, das da steht? Ach ja, das ist Nao, eine Klassenkameradin von mir. Und dann stellt sich Makoto vor und Nao erst so immer noch die ganze Zeit so mit verschränkten Armen und so leerem Blick da gucken und dann irgendwann so: Oh, so, also was Anime angeht, ist das von diesen, was man sonst immer so gerne als Meme nimmt, von wegen irgendwer, irgendwas, 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 Punkt exe has stopped working. Also das ist bei Nao, bei Flying Witch, dieser etwas herausgezogene Humor, der so ein bisschen langgezogen wird, aber der so absolut subtil ist. Es durchzieht sich durch die ganze Serie, und ich finde, es war so sehr erfrischend, das zu sehen, das geringe und wirklich ruhige Tempo auch in seinem Humor, was Flying Witch an den Tag gelegt hat. Und ansonsten auch Chinatsu habe ich dann schon in dieser ersten Folge mit ihrer Reaktion und wie sie dann abfährt, während das Gespräch da mit Nao und dergleichen abläuft, wie sie einfach nur rumrennt und die ganze Zeit sich dann freut, dass sie geflogen ist und dann total in Makoto und die Magie verliebt ist und im Laufe der Serie dann selbst sagt, sie will eine Magierin werden und dergleichen. Chinatsu ist auch so einer der besten Kindcharaktere, die ich je in der Serie, je in der Serie gesehen habe, wenn nicht in den letzten Jahren zumindest, und die auch mit ihrer kindlichen Neugier und so weiter die Serie hinweg durchträgt. Aber ansonsten vor allem eben in dieser ersten Folge, dieser Reaktionshumor auf dieses subtile Humor auf die Magie, die da ankommt, nicht dieses
überreagieren, was man sonst auf den Anime hat, sondern dieses wirklich so nicht wissen, wie man reagieren soll, was auch so von der menschlichen Reaktion her irgendwie normaler oder realistischer wirkt. Da hatte mich die Serie dann schon von der ersten Folge gepackt gehabt und deswegen Flying Witch und eben das in der Folge 1, diese Reaktion mit dem Fliegen von Makoto, diese subtilen Reaktionen, war so auch für mich eine der Szenen und ja, Flying Witch generell eine Serie, die ich unbedingt dann irgendwann mal wieder anschauen will, weil ich mir gerne immer mal im Internet so ein paar einzelne Clips aus verschiedenen Folgen mir anschaue und denke, ja, die Serie solltest du mal wieder anschauen. Auf jeden Fall eine der besten Yashiki Slice of Lives der letzten Jahre. Ich glaube, in der Sommersaison 2016 war es gewesen, wenn ich mich nicht irre. Das ist dann also der heutige dritte Moment in diesen, ja, Anime-Momenten 2016, 2017. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen hier an dieser Stelle. Wenn ich in meine Liste schaue, kommt morgen leider eine Szene, die hatte ich auch im Jahresrückblick 2016 angesprochen, die mal wieder so einen negativen Impact, einen negativen Moment hinterlassen hat, aber dadurch eben trotzdem leider im Gedächtnis bleibt. Aber naja, auch sowas gehört eben mit dazu. Aber an dieser Stelle hier für heute zumindest erst einmal Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.